Wir sind hier auf dem Markhof in Herten, auf Land, das von der Agrico bewirtschaftet wird. Heute demonstrieren wir verschiedene Maschinen zur mechanischen Unkrautbekämpfung im Biogemüsebau. In diesem Video zeigen wir das Duoparallelogramm auf Chicorée-Dämmen, die Fingerhacke in Kohl, die Abra-Hacke auf einer Karottendammkrone und der Treffler-Präzisionsstriegel in Lauch und in Kohl. Hier sehen wir das Duoparallelogramm von Kult Kress in Chicorée auf dem Dammanbau. Das Duoparallelogramm, das erlaubt eben auf der Dammkrone mit diesen zusätzlichen Stützrädern eine saubere Arbeit zu machen und eben auch die Dammflanke von oben weg leicht abzuschälen. Das Duoparallelogramm kann relativ nahe an die Reihe arbeiten, etwas Erde wegschälen. In der Reihe arbeitet dieses Gerät nicht, sondern da kann dann in einem späteren Arbeitsgang kann die Erde wieder mit Häufelgeräten zum Damm hin aufgedämmt werden und so auch das Unkraut in der Reihe, wenn die Kultur schon weiterentwickelt ist, verschüttet werden. Hier sehen Sie das Fingerhackgerät von Kult Kress in Kohl. Die Fingerhacke kann als einer der wenigen Geräte auch Unkräuter aus der Reihe wegziehen und aushacken. Die Reihenstriegel, die an der Fingerhacke noch zusätzlich montiert sind, erhöht die Effizienz des Gerätes. Besonders effizient ist das Gerät in Kulturen, die mit Spiegeljungpflanzen gepflanzt sind. Diese Kulturen verwurzeln schneller und stärker und können daher auch früher gehackt werden. Erst seit kurzem im Verkauf ist das Abra-Hackgerät. Das ist speziell zur Bekämpfung von Unkraut auf der Dammkrone konzipiert. Hier sehen wir das Gerät im Einsatz in Karotten. Das Spezielle an diesem Gerät ist, dass es Kulturen mit engem Reihenabstand hacken kann und dass zum Beispiel Karotten, die als 5 cm Doppelreihe gesät sind, auch innerhalb der Doppelreihe gehackt werden kann. Das erste Hackrad lockert die Erde und das zweite zieht dann das Unkraut aus. Das Spezielle an diesem Gerät ist, dass wenig Erde bewegt wird und dass dadurch auch wenig neue Unkräuter zum Keimen angeregt werden. Hier sehen wir einen 9 Meter breiten Trefflerstriegel im Lauch. Der Striegel ist bekannt vom Getreideanbau. In den letzten Jahren und mit zusätzlicher Präzision der Geräte wird es immer häufiger, auch in empfindlichen Kulturen wie im Gemüse, eingesetzt. Da das Gerät auf mehreren Stützrädern läuft, ist der Einsatz auch auf der ganzen Arbeitsbreite sehr präzis. Bei dieser neuesten Entwicklung des Trefflerstriegels wird die Zinkenführung elektronisch gesteuert. Durch die exakte Tiefenführung ist auch das Blindstriegeln von gesäten Kulturen möglich. Es ist mir aufgefallen, dass sich auch Geräte, bei denen man denkt, dass sie über einen langen Zeitraum eigentlich schon optimiert sind, sich doch immer noch wieder neue Entwicklungen zeigen. Zum Beispiel beim Striegel ist jetzt wirklich mit einer veränderten Zinkenart und mit einem automatischen Zinkendruckanpassung noch mal was gegangen. Ebenfalls sehr spannend war der Einsatz der Abra-Hack, die gezeigt hat, dass man wirklich auch sehr nah noch mal an die Kultur in den Dämmen ranhacken kann. Aber genauso sind natürlich auch zum Beispiel für uns spannend, was können wir mit den Standardgeräten wie Fingerhacke vielleicht noch verbessern, um noch optimaleres Hackergebnis zu erzielen.